Füchse liegen met het laufen. Der Bauer wil ze verkaufen. Schnüffelnäsli, Squakuli, Ringschwänzli, Kofferänzli. Wir haben heute Nachmittag Spielgruppennachmittag. Das sind Kinder zwischen 3 bis 5 Jahren. Die sind ein Jahr vor dem Kindergarten. Die dürfen jetzt gerade im Moment spielen. Wir haben an diesen Nachmittag immer einen organisierten Teil und einen Teil, wo sie frei spielen können. Im Moment dürfen sie gerade in den Tieren futtern, in den Kühen schauen, Kälbchen streicheln und so weiter. Das ist auf privater Basis. Die Eltern können die Kinder anmelden, ein Jahr vor dem Kindergarten. In der letzten Zeit ist es eigentlich fast ein Muss, dass man ein Jahr vor dem Kindergarten in die Spielgruppe geht. Es gibt eine Innenspielgruppe, es gibt eine Waldspielgruppe und wir führen eben eine Bauernhofspielgruppe. Die Kinder kommen normalerweise einen Nachmittag pro Woche. Kinder können den Bauernhof erleben, die Landwirtschaft erleben, sie sehen, wie Tiere leben, wie Lebensmittel produziert werden. Sie können sich aber auch viel bewegen, sie machen viel für die Motorik. Das ist einfach wichtig heute, dass die Kinder nicht nur drinnen vor dem Fernseher sitzen, dass sie sich eben auch draußen bewegen, an der frischen Luft. Wir haben noch weitere Angebote für grössere Kinder, Jahreszeitenkurse zum Beispiel, für Kindergärtner bis 4.-5. Klasse. Dann kommen sie einmal im Monat und erleben die ganzen Naturkreisläufe. Es ist ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Wir haben vor 14 Jahren die Jobsbotschaft bekommen, dass wir aussiedeln müssen. Wir waren vorher mit im Dorf drin. Wir haben gute Lage für Direktverkauf. Wir haben auch ziemlich viel Direktverkauf gemacht. Wir haben nachher gewusst, dass wir außerhalb vom Dorf ankommen. Es hat einen Haufen Bauern mit Läden ringsum. Und darum haben wir gedacht, wir machen etwas anderes. Weil ich vom Lehrberuf komme, haben wir uns eigentlich entschlossen, etwas mit Kindern zu machen. Das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass der Milchpreis ist immer weiter runtergefallen und wir waren eigentlich gezwungenermassen gefordert, uns etwas Neues zu überlegen. Und am besten ist, machen nicht alle das Gleiche, dann hat es einfach für alle Leute Platz. Ohne Bauer, der mithilft und ohne unsere Kinder würde das gar nicht gehen. Sie müssen natürlich auch Rücksicht nehmen im Tagesgeschäft. Gewisse Zeiten kann man nicht mit dem Traktor hier rumfahren. Und ich meine, Kind ohne Bauer Franz wäre nicht die Hälfte. Bei den Kindern ist das natürlich auch ganz etwas anderes, wenn man ständig nur mit Maschinen und Tieren zu tun hat. Ja, wenn man etwas erreicht und es gelingt, darf man ruhig stolz sein, finde ich.